Komm jetzt. Ich habe da etwas von einer Flugsalbe läuten hören. Was? Wer hat dir das erzählt? Stellt etwa einer Fragen? Godwin könnte sich dafür interessieren. Der Pfarrer? Wer tischt ihm denn Märchen auf? Weiß er von uns? Was ich gehört habe, reicht schon für den Scheiterhaufen. Der Schei? Wirklich? Wenn jemand Hexenwerk wie Flugsalbe kauft, was soll ich da denken, wofür die ist? Ich rate einmal wild drauf los. Für Hexerei. Und Hexen verbrennt man. Wir tun nichts Böses. Wir gehen nachts allein in den Wald, schaden keinem. Mehr sage ich dazu nicht. Du drehst mir bloß das Wort im Mund um. Du willst etwas von mir, nicht wahr? Pass doch auf! Hey! Was war das denn? Ha! Ich habe etwas über eine Flugsalbe gehört, die ihr vom Kräuterweib haben sollt. Und das hast du wo gehört? Und was scherzt dich überhaupt? Das Kräuterweib schickt mich. Gertrude? Was will die? Haben wir ihr nicht genug gezahlt? Darum geht es nicht. Sie sorgt sich um euch. Die Salbe birgt Gefahr und sie will sichergehen, dass ihr keine Dummheiten anstellt. Deine Sorge ehrt dich, aber wir sind erwachsen, alt genug, um unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. Was wir in der Nacht in den Wäldern treiben, geht niemanden was an. Jesus! Hey! Thank you.
Pass doch auf. Hab ihn gesehen. Mit dem Teufel zu falschen ist in Ordnung. Aber bei Salbe auf deiner Fuß ziehst du die Grenze? Naja, aber nicht lügen. Ich bin mir nicht sicher. Oh, keine Sorge. Unzählige Weiber vor uns haben's versucht. Was, wenn es klappt? Was, wenn er erscheint? Aber das wollen wir doch, oder? Gehen wir.
Da wären wir. Jede weiß, was sie zu tun hat? Ich weiß nicht. Hört, da kommt jemand. Wer ist da? Bist du es, Christa? Nein, ich bin hier drüben. Was ist hier los? Oh, willkommen, Fürst der Finsternis. Bitte, fühl dich wie daheim. Sag mal, was sollen wir für dich tun? Wir werden dir jeden deiner Wünsche erfüllen, so du unsere erfüllst. Fürst der Finsternis? Was in Gottes Namen schwafelt ihr da? Warum stellst du uns auf die Probe? Probe? Jesus Christus, womit habt ihr euch da bloß eingerieben? Flugsalbe vom Kräuterweib? Wir sind gewillt, uns dir hinzugeben, auf dass du uns von den Kumanen befreist. Wenn du das nicht willst, hilf uns wenigstens von hier zu entfliehen. Mach uns reich, dass wir in der Stadt ein neues Leben beginnen können. Ich werde keinen eurer Wünsche erfüllen. Oh, was sollen wir nur für dich tun, oh Gebieter? Doch dafür müsst ihr... Scheiße. Mir wird komisch. Oh, die Salbe. Ihr habt mich mit der Salbe beschmiert. Fürchte nichts, Gebieter. Dir geschieht kein Leid. Das gehört alles zur Zeremonie. Oh, Scheiße. Was zum Teufel habt ihr mit mir gemacht? Wie geht es dir nach der langen Reise? Hä? Lange Reise? Über... Von den Pforten der Hölle hierher. Wann kümmerst du dich um die Kumanen? Und wo sind deine Hörner, Hufe und der Ziegenschwanz, von denen der Pfaffe sprach? Hab Hörner und Hufe unterwegs verloren und meinen Schwanz habe ich in der Hose. Den hole ich zu besonderen Anlässen raus. Ich hoffe, bald findet sich einer. Wie kommt's, dass eine Stute sprechen kann? Stute? Trügt dich dein Blick? Vera heiß ich und in Uschitze verdreh ich manchem Burschen den Kopf. Bin auf einem Ast hergeflogen. In Windeseile ging das. Auf einem Ast? Bringst du uns das bei? Wir sind von nun an deine Mägde und tun, was du auch befiehlst. Ähm,
Eigentlich wollte ich etwas anderes. Was denn, o Gebieter? Werdet ihr mir dienen und tun, was ich befehle? Oh ja, Herr des Höllenfeuers, wir tun, was du willst. Erlöse uns nur von den dreckigen Kumanen. Welche von uns willst du zuerst? Mich! Nimm mich! Nein, mich! Und was ist mit der da? Wieso so schweigsam? Christa, du Henne! Mach's Maul auf! Ich will dich, Stute. Vera. Ich wusste es. Komm näher. Komm zu mir. Das war heftig. Oh, mir ist schon wieder so komisch. Was ist dein Problem? Wird das jetzt langsam mal was oder nicht? Ich will einfach nur schlafen. Scheiß aufs Schlafen! Was war das? Was ist das? Da kommt jemand! Activated. Du bist geliefert. Was ist denn hier passiert? Scheiße. Oh mein Gott. Das sind keine Dämonen, sondern ganz normale Holzfäller. Wie soll ich das nur erklären? Ach, verfickte Salbe. Die Pest über die Alte. Was mache ich jetzt? Ich habe mehr über das Uschitzer Hexenwerk rausgefunden. Sag bloß. Die Frauen haben eine Flugsalbe vom Kräuterwald bekommen und beschwören damit den Boxbeinigen. Um Himmels Willen. Ich bin ihnen bis zum Ort ihres Hexensabbats gefolgt. Sie haben den Teufel beschworen, sind ums Feuer getollt. Oh mein Gott, was noch?
Die Weiber haben wegen der Salbe den Verstand verloren und sich aufgeführt wie toll. Dann kamen ein paar Holzfäller angestürmt und wollten dem Hexentreiben ein Ende machen. Jesus, wie ging es aus? Ich musste die Holzfäller erledigen, um die Weiber zu retten. Christi Blut, wie konntest du nur? Dieses sinnlose Morden. Die Männer meinten es gut. Gab es keinen Weg, ein Blutbad zu vermeiden? Die Holzfäller waren rasend vor Zorn und Blutgier gegen die Frauen. Denen war mit Vernunft nicht beizukommen. Es muss einen Weg gegeben haben. Ich tat, was in meiner Macht stand. Aha. Dem Herrgott entgeht nichts. Bete für die Seelen dieser armen Christenmenschen. Bete, denn an deinen Händen klebt Blut. Zumindest weißt du jetzt, wo ein Tanz mit dem Teufel hinführt. Bete für ihre Lieben und um unser beider Seelen willen, denn uns trifft Mitschuld. Geh, lass mich mit dem Herrn allein. Gott sei mit dir.